Hallihallo, herzlich willkommen bei den Digus. So, nach langer Zeit mal wieder ein Video. Und zwar haben wir Sommerferien. Heute ist der 29.07. und wir fahren in den Urlaub. Und zwar fahren wir heute erst einmal nach Pforzheim. Und dort werde ich mit dem Abraham ein paar Tage verbringen. Wie manche schon erkannt haben vielleicht, dass wir da öfter sind. Ja, wir haben dort Bekanntschaft und Verwandtschaft und wir haben 10 Jahre in Pforzheim gewohnt. Deswegen fahren wir öfters noch nach Pforzheim. Genau. Und alles andere, was so in den Ferien passiert, werden wir ab und zu filmen, euch mitnehmen. Und ja, ich gucke, was wir so filmen können. Wir haben uns lange nicht hören und sehen lassen, weil bei uns gab es viele Veränderungen in der Familie. Bei uns gab es viele Sachen, die passiert sind. Unter anderem sind wir mitten in der Renovierung in unserem eigenen Haus, da wo ich jetzt gerade sitze und filme. Und ansonsten gab es noch andere Veränderungen, die werdet ihr mit der Zeit mitbekommen. Und ja, wir hatten so ein paar kleine Krankheitsfälle zwischendrin, wo uns nicht so war, dass wir unbedingt filmen wollten. Wie gesagt, wir haben ja auch noch ein bisschen Privatsphäre und möchten auch nicht immer alles mit allem teilen. Aber jetzt geht's mal wieder in den Urlaub. Und dann nehmen wir euch ein bisschen mit und ja, die nächsten 4 Wochen sind wir unterwegs und da werden wir euch so einiges zeigen. Also bis dahin, wir sehen uns. Ciao, ciao. So, wir sind jetzt am Bahnhof, jetzt geht's los. Und ja, die ist versorgt, jemand hat einen Wohnungsschlüssel und versorgt die Katzen. Also wir sind jetzt im Zug Richtung Nürnberg und die Mama hat gerade... Ich habe jetzt rausgeholt und die Kinder, die stehen jetzt alle hier und warten drauf, obwohl das meine sind. Jeder hat seine eigene, aber die wollen unbedingt meine. Ich kriege auch einen Gummibär. Also ich nehme einen, sonst ich kriege auch einen Gummibär. Nein. Also die Kinder wollen jetzt Gummibären, da hinten haben wir auch noch 2 Kinder sitzen. Also wir sind unterwegs nach Nürnberg. Also wir sind jetzt in unserem ICE. Jetzt gibt es hier IC. Es gibt so ein neues Abteil und zwar gibt es hier ein komplettes Abteil für Kinder und Mütter mit riesen Türen. Genau, und hier gibt es so ein Spielabteil. Also so ein kompletter Wagen gibt es jetzt für Mutter und Kind, Vater und Kind, Oma und Kind, auf jeden Fall für Kinder. So, wir gehen mal rein. Also, so sieht das hier aus. Ja, der ist so gut. Der hat 1,99 Euro gekostet. Let's go! Also, der ist 3,99 Euro. Ja, hier kann man einen Kinderwagen hinstellen, wenn man dann irgendwann einen hat. Ja, unsere Koffer. Ja, voll genial. So, wir sind ja hier in so einem neueren IC. Da gibt es jetzt keine Bordrestaurants mehr, sondern hier so Automaten. Und dann kann man so sitzen. Kaffeeautomaten! Genau, und dann gibt es hier noch so... Und dies kann man nur mit dem Handy und mit der Karte bedienen. Also mit Bargeld geht da nichts. Ja, so sieht das aus. Und hier ist auch cool, alles so ein bisschen neu gemacht. Und da oben ist eine Eckbank. Alles cool. Hier gibt es jetzt eine Eckbank. Ja. Voll cool gemacht. Kaffee zu Ende. Das nennt die groß. Naja, da wird es halt viel. So, hallihallo, guten Morgen. Herzlich willkommen bei den Digus nochmal. Wir hatten nicht weiter aufgenommen, weil ich es vergessen habe. Wir sind ganz gut am Samstag angekommen in Pforzheim. Haben dann eine Nacht hier geschlafen und gestern war Sonntag. Sonntag sind der Olu, die Aspasia und der Eredia zum Kidscamp gebracht worden von meiner Freundin. Die sind jetzt eine Woche auf dem Kidscamp und ich hoffe, dass alles gut ist, die sich benehmen, dass wir sie nicht vorzeitig abholen müssen, beziehungsweise keine Krankheiten kommen. Das hatten wir nämlich alles schon mal, weil wir früher ja, wie gesagt, in Pforzheim gewohnt haben und meine großen Kinder, die jetzt schon erwachsen sind, öfters mal im Camp waren und ja, da gab es dann mal Krankheiten, da gab es auch mal Läuse und da gab es dann
ein Kind, wo sich auch mal ein bisschen daneben benommen hat und dann durfte man die vorzeitig abholen. Sind natürlich immer nicht so schöne Sachen, aber ja, es sind Kinder. Kommt in den besten Familien vor. Deswegen hoffe ich, alles ist gut und die genießen das, dass sie mal ohne Mama irgendwo sein können und einfach Spaß haben können mit ca. 300 anderen Kindern. Genau, die Madeleine und, nee, die Willow und die Georgina sind bei ihrer großen Schwester Madeleine, das hatte ich glaube schon gesagt. Genau, und ich bin jetzt mit dem Abraham hier alleine, gell, Hani? Ja. Wir waren gestern noch mit meiner Freundin bei McDonald's zum Abendessen. Der Abraham wollte unbedingt zu McDonald's und mit dem Auto fahren. Sie fährt Auto. Wir fahren ja kein Auto, wer uns kennt. Ja, und ich habe hier so einen blöden Herbis, der nervt mich voll. Aber manche kennen das vielleicht. Ich habe das öfters mal. Naja, gut, egal. Schwamm drüber. Genau, und wir gehen jetzt, wir haben jetzt Montagmorgen, den 31.07. Nur damit ihr mal so ungefähr wisst, in welchem Zeitrahmen wir sind. Und wir gehen jetzt mal zum Bäcker frühstücken. Danach kaufen wir so ein paar Schnicki-Schnacki-Sachen ein, weil der Abraham, der isst nicht alles. Das ist so ein schlechter Esser, der isst halt lieber mehr Süßkram als alles andere. Ab und zu auch mal feste Nahrung natürlich. Ja, aber vielleicht kennen das viele von euch mit kleinen Kindern. Ja, die essen oft alles durcheinander und nichts Richtiges und nichts Halbes. So ist das auch bei uns. Und ja, und danach gehen wir kurz nach Hause und wollten eigentlich heute Nachmittag nochmal zum Eis essen, weil der Abraham hat einen Gutschein gekriegt zum Eisessen von seiner großen Schwester. Gell? Zu Hause ist es. Genau. Der Abraham, der steht auf der anderen Seite und spielt gerade seinen Autos. Okay. Ein Flugzeug hat er bekommen. Er hat von seiner großen Schwester ein Flugzeug bekommen. Warum er ein Flugzeug bekommen hat, das werdet ihr erfahren. Aber erst nächstes Jahr, weil nächstes Jahr hat das Flugzeug nämlich eine große Bedeutung für uns. Manche können sich vielleicht schon denken, aber genau. Ja, und deswegen hat er von seiner Schwester ein Flugzeug bekommen, damit er schon mal versteht, was nächstes Jahr losgeht. Aber dazu äußern wir uns dann erst nächstes Jahr. Genau. Ansonsten versuchen wir euch heute mal ein bisschen mehr mit durch den Tag zu nehmen. Wie gesagt, ich habe jetzt lange nicht gefilmt. Mir ging es sehr, 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 sehr lange nicht gut. Warum? Das werden wir dieses Jahr noch erfahren. Deswegen muss ich jetzt erstmal wieder reinkommen, mehr zu filmen und so. Man vergisst es auch einfach manchmal. Aber das ist ja auch schön, dass man im Kopf mit der Familie ist, seine Sachen erledigt, mit seinen Freunden ist und manchmal einfach das Handy vergisst. Weil es gibt tatsächlich Leute, die 24/7 nur noch am Handy sind und ihre Kinder leider vergessen. Das ist zum Glück bei uns nicht so. Geht auch gar nicht als alleinerziehende Mutter, stehen die Kinder immer an erster Stelle. Genau. Und das ist dann auch egal, wenn wir mal ein paar Wochen nicht filmen. Wir melden uns ab und zu mal zurück. Also, und jetzt geht's los. Wir wollen nicht so viel rumquatschen. Wir nehmen euch jetzt mit und ja, durch den Tag und versuchen euch ein bisschen mehr durch die Woche mitzunehmen. Also, wir sind jetzt im Kaufland und wir haben uns mit unserer Shelly getroffen. Shelly ist eine kleine TikTokerin. Die hat mal Fan-Treffen mit uns gemacht und jetzt ist sie mittlerweile eine Familienfreundin. Und ja, jetzt ist sie da gerade mit dem Abraham beschäftigt. Der wollte unbedingt Auto fahren. Ja, eigentlich wollen wir gerade frühstücken, aber er muss erstmal eine Runde Auto fahren. Jetzt mal gucken, ob die das da hinkriegen. So, was ist jetzt mit dem Auto? Abraham, was ist mit dem Auto? Geht nicht mehr. Geht nicht mehr, gell? Kaputt. Also das Auto ist kaputt, es geht nicht. Jetzt gehen wir frühstücken, komm. Mama, warum ist das Auto kaputt? Komm, wir gehen frühstücken. Mama. Ja, das weiß ich nicht, weil es halt nicht, vielleicht hat es einen technischen Fehler oder so. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Wir frühstücken jetzt, komm Schatzelein. Los. Hier, willst du das mal mitnehmen? Halt's fest. Also, wir frühstücken jetzt mal ein bisschen was. Wie gesagt, unsere Shelly haben wir abgeholt, die ist mit dabei. Inzwischen unsere gute Familienfreundin, gell? Und Familienbegleiter. Genau, wir essen jetzt und dann gehen wir einkaufen. Erzähl mal, was du jetzt alles eingekauft hast. Was hast du denn jetzt alles in deinem Wagen drin? Ich habe Käsewurst. Käsewurst, genau. Ein Schwimmbrett für den Abraham. Ein Schwimmgürtel, ne? Genau. Was hast du noch? Ein Poncho zum Schwimmen gehen, beziehungsweise danach, gell? Was noch? Was hast du noch mitgenommen?
Nee, Hulk hatten sie leider nicht. Spider-Man hast du mitgenommen, gell? Dreh mal rum. Da, Spider-Man. Hulk hatten die gar nicht. Naja, und ein bisschen Essen natürlich, Cornflakes. Und was haben wir noch mitgenommen, Sucuk? Und auch gesunde Sachen haben wir dabei, ne? Nicht nur Schnickschnack. Was hast du noch? Ja, das für die Mutti. Mutti will auch mal was. Was hast du noch? Weintrauben? Nee. Chips hast du dir mitgenommen? Ja. Gurken haben wir. Genau. Super, was noch? Erdbeeren hast du mitgenommen, gell? Erdbeeren wolltest du, Tomaten, trinken, genau, also wir sind fleißig am Einkaufen, der Abraham, der schiebt den, alles stehen ist okay, passt, und Geld hast du mitgenommen hier, Geld für Abraham, kann man sogar Geld kaufen, so, geh mal weiter, willst du schieben? Ich hab das noch nicht. Egal, lass, alles gut, das ist schwer, genau, so, dann gehen wir noch ein bisschen weiter, komm. Geh mal. Er packt wirklich erstmal alles seine Sachen drauf. Alles, was er eingekauft hat, wird zuerst draufgepackt. So, den Rest, machst du den auch noch drauf, oder? Also, wir helfen den jetzt mal. Gell, Abraham, sollen wir mal helfen? Er wurschtelt sich irgendwie durch. Zu Hause haben alles ausgepackt, jetzt sitzen wir am Bus und jetzt fahren wir in die Stadt. Abraham, wo willst du hin jetzt? Zum Eis. Eis essen, gell? Jetzt gehen wir ein Eis essen. Nächste Haltestelle. So, Abraham, was machst du denn jetzt gerade? Dumme Frage, gell? Abraham hat sich jetzt ein Eis geholt. Guck mal, das läuft auf der Seite runter. Andere Seite, ja? Da musst du. Da, guck mal, auf der Seite da. Da läuft es runter. Genau. Also wir sind jetzt mitten in der Stadt. Abraham gönnt sich jetzt erstmal ein schönes Eis hier. Und dann schauen wir mal, was wir noch machen. Wir waren noch ein bisschen im Paläden schlempern, aber gibt es jetzt nicht so das, was wir wollten. Genau. Also wir lassen den Abraham mal gönnen und ziehen mal weiter. So. Jetzt sind wir ein bisschen durch die Stadt gebummelt und sind jetzt beim Döner mal Mittagessen. Ja? Ja. Was musst du jetzt Schönes essen? Was hast du da Leckeres? Pommes. Pommes. Und Mutti isst einen Jufka. Genau. Und dann gehen wir mal langsam Richtung nach Hause. Was, ja? Gleich dunkel wird? Naja, noch nicht ganz, aber irgendwann müssen wir ja auch mal heim. So, noch mal eine Runde über den Spielplatz, bevor es nach Hause geht. Und dann gehen wir heim und dann ist Bums für heute. Ausruhen, spielen, schlafen gehen. Jetzt hat es geklappt, wunderbar. So, wir haben heute Dienstag, den 1. August. Heute haben wir nicht so viel vor, weil heute ist Regenwetter. Also jetzt kommt gerade ein bisschen die Sonne durch, aber eigentlich ist Regenwetter. Es hat heute den ganzen Vormittag geregnet. Wir sind nämlich jetzt schon bei 12 Uhr mittags. Wollten eigentlich zum Spielplatz heute gehen, aber es ist leider alles nass. Nass, gell? Jetzt warten wir auf den Bus. Jetzt fahren wir zum McDonald's zum Mittagessen. Abraham hat sich wieder mal McDonald's gewünscht. Also ich wäre gerne mal woanders hingegangen, aber naja, was macht man nicht alles für die Kinder? Und danach gucken wir wahrscheinlich mal in Poco rein. Ich wollte mal so ein bisschen gucken, was die Betten kosten, weil wir brauchen ein neues Ehebett und wir brauchen ein neues Juniorbett. Und wir brauchen eigentlich auch ein Doppelstockbett.
Nein, ein Kipplasterbett. Ein Kipplasterbett. Der Abraham wünscht sich ein Kipplasterbett. In sein Bett haben wir nämlich jetzt weggeschmissen, weil das jetzt über 3 Jahre alt war und kaputt. Und jetzt gibt es dann ein Juniorbett für ihn. Aber er möchte gern Kipplaster. Das müssen wir wahrscheinlich online bestellen. Aber wir schauen dann nachher mal. Wir gucken mal, inwieweit wir euch mitnehmen heute. Wie gesagt, heute passiert nicht viel, aber wir wollten uns mal melden. So sieht es hier aus bei uns und jo. Abraham, wo waren wir denn jetzt? Wir waren bei Rofu, gell? Rofu ist ein Spielzeugladen und der Abraham hat sich nämlich ein LKW mit Holz gewünscht. Zeig mal her. Und dann haben wir nochmal Würfel mitgenommen, weil uns fehlen immer alle Würfel zu Hause. Okay, und was ist denn das? Toilette mit Lollis. Toilette mit Lollis. Zeig mir mal dein LKW. Und er hat sich unbedingt so ein LKW gewünscht mit so Holz drauf. Kann man das sehen? Da ist so Holz drauf. Sieht man das? Vielleicht, naja, irgendwie nicht so gut mit der Folie. Genau. Und das haben wir jetzt einfach mit Punkte bezahlt, weil wir hatten ganz viele Punkte. Wir haben immer noch ganz viele und ja, ist auch mal schön, wenn man kein Geld ausgeben muss, sondern mit Punkte. Genau. Bei McDonald's waren wir auch schon, gell? Und jetzt fahren wir dann langsam wieder nach Hause. Ja, für den heutigen Tag war es das. Wir sind froh, dass die Sonne jetzt mal noch ein bisschen rausgekommen ist. Und jetzt fahren wir wieder heim. Also, wir sind jetzt wieder zu Hause. Wir haben ein bisschen Fisch geholt, Okra und Reis. Das wird heute wahrscheinlich unser Abendessen werden. Genau. Und der Abraham ist gerade beschäftigt mit seinem Holz-LKW, den er sich geholt hat. Und jetzt gehen wir kurz zu Kaufland und müssen noch Erdnusssoße besorgen, damit wir das Abendessen machen können. Also los geht's. Oh, halli, hallo, wir sind's wieder. Ein neuer Tag. Heute der ist Mittwoch. Der Rettungsdienst ist da. Genau, heute ist Mittwoch. Und der Rettungsdienst steht bei uns vorm Haus, aber zum Glück ist bei uns nichts passiert. Und zwar unsere Nachbarn haben irgendein Problem. Die haben gerade bei uns geklingelt, aber wir konnten leider nicht helfen. Und der Rettungsdienst kam zum Glück in dem Moment. Ja, da ist wohl irgendwie bei uns hier im dritten Stock. Irgendwie was mit einem Mann passiert. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht richtig. Der Abraham ist jetzt halt begeistert und guckt da raus, was los ist. Genau. Ansonsten, wenn wir jetzt fertig sind mit gucken, beziehungsweise der Abraham, ich gucke ja da nicht. Für Kinder ist das halt immer eine Aufregung, wenn so ein Krankenwagen vor der Tür steht mit Blaulicht. Ansonsten gehen wir jetzt nämlich mal raus und besorgen ein paar Sachen, die wir brauchen zum Kochen. Und ja, heute passiert nicht viel. Es ist ein Regentag. Ja, im Moment ist das Wetter leider nicht so gut und ja. Aber man sieht das auch da im Hintergrund, ne? Das Blaulicht. Genau. Wo steht er denn? Ach, der Notarzt ist da, ne? Ja, da. Mama, ich guck da, du guckst da. Was ist denn da? Der Rettungswagen? Ja. Ah, okay. Nee, das ist, glaube ich, kein Rettungswagen. Das ist ein Krankenwagen. Krankenwagen, ja. Wir sind jetzt unterwegs zum Einkaufen. Gell, Abranessi? Ja. Der Abranessi ist in voller Montur hier, Regenkleidung. Guck mal, Anissi. Anissi, guck mal. Er ist beschäftigt mit seinem Finger. Ja, Mama, das ist da ganz kaputt. Was hast du denn da, die Haut ab? Ja, den reparieren. Also, wir gehen jetzt mal einkaufen. Und zwar gehen wir heute mal zu Penny, da gehen wir auch nicht so oft. Und dann besuchen wir noch ein paar Freunde in Afro-Shop. Wie gesagt, wir haben ja lange in Pforzheim gewohnt und die kennen uns ganz gut und denen sagen wir jetzt einfach gleich mal Hallo. So, Abraham ist ein Afro-Schaff und isst erstmal salzige Bananenchips. Gell? Gefällt dir? Gut. Dann gehen wir gleich wieder heim. Also wir sind jetzt im türkischen Laden, das ist jetzt gerade die Kühlabteilung. Ja, da gibt es so ganz viele verschiedene Sachen. Feuerwehr! Psst, schrei nicht so. Das ist jetzt eine riesengroße, oder was ist riesengroß? Also ich finde es ziemlich groß. Kühlabteilung ist das nur. Genau. Und da müssen wir jetzt mal gucken, was wir so brauchen. Okay? Genau, und da gibt es wieder die günstige Sucuk, weil viele gefragt haben, wo es die für 5 Euro noch gibt. Also hier in Pforzheim gibt es einen super coolen Laden. In der Nähe vom Weißen Hausplatz. Vielleicht kennt das jemand. Genau, und da haben wir noch so ein bisschen zum Essen mitgenommen. Also es gibt tatsächlich noch türkische Läden, wo es günstig Sucuk gibt. Genau, und wir gucken jetzt, was wir noch brauchen.
So, jetzt noch mal kurz für euch. Also Sucuk in günstiger Form. Dann haben wir einmal Magen mitgenommen. Dann habe ich einmal Rindfleisch mitgenommen. Natürlich aus dem türkischen Laden, kostet dann halt natürlich immer ein bisschen mehr. Dann haben wir aus dem afrikanischen Laden zweimal Fisch mitgenommen. Dann haben wir einmal Wurst mitgenommen aus dem türkischen Laden. Das ist auch aus dem türkischen Laden. Das ist auch aus dem türkischen Laden, Käse günstig. Und das ist aus dem Afro-Shop. Das sind auch salzige und süße Bananenchips aus dem Afro-Shop. Genau, das haben wir heute gekauft. Ja, und das hat uns insgesamt, ich muss kurz überlegen, im türkischen Laden haben wir 45 Euro bezahlt, im Afro-Shop haben wir 25 bezahlt. Ja, also so, Pi mal Daumen. Auf die Summe jetzt nicht genau, aber genau. Also hat es uns insgesamt knapp 70 Euro gekostet. Ja, und das war unser Einkauf und da reicht es jetzt für 3 Tage zum Kochen.